Ja, wunderschön. Wunderschön hier. Wir haben gestern noch nicht gecheckt, dass hier Berge sind. Heute Morgen war es umso schöner. Ah, ja, fantastisch. Herzlich willkommen am Chiemsee Summer 2017. Als nächste Band haben wir im Interview The Tips. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für uns nehmt, Jungs. Ja, aber selbstverständlich für Allgäuer immer. Wie war denn die weite Anreise und wie fühlt ihr euch so hier mitten in Bayern auf dem Chiemsee Festival? Ja, wir sind gestern schon angereist, weil wir sehr intelligente Burschen sind. Wir hatten gestern eine schöne 8- bis 9-stündige Anfahrt. Schön durch die Nacht gefahren, heute Morgen um 3 angekommen, wurden direkt herzlichst empfangen hier im tiefen Bayern. Und ja, wunderschön, wunderschön hier. Wir haben gestern noch nicht gecheckt, dass hier Berge sind. Heute Morgen war es umso schöner. Ah, ja, fantastisch. Ich habe vorhin bei der Show ein bisschen reingeguckt. Ihr meintet, ihr habt noch nie in den Bergen hier unten gespielt, ist das richtig? Ja, hier tatsächlich in der Gegend wirklich noch nie. Nee, also weiter als München sind wir nicht gekommen. Also wir haben mal irgendwie, Schweiz sind ja auch Berge, wir haben sogar mal in Davos gespielt, aber hier in Bayern, also bayerische Alpen noch nie. Wie war die Show? Wie waren die Leute drauf? Erzählt mal. Auch jetzt ich, soll ich das nehmen? Ja, gerne. Wir waren hervorragend. wir haben uns... Das möchte ich bejahen. Also für mich ist das jetzt mit den Jungs das größte Festival gewesen und wir hatten ordentlich Respekt und haben es aber ziemlich gut vorbereitet und haben es, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht. Also ich war sehr zufrieden und danach kamen auch mehrere Menschen zu mir und sagten auch, dass sie wohl auch sehr zufrieden waren. Ich möchte auch sagen, unser Street-Team, da halte ich ganz große Stücke drauf. Die waren nämlich alle da, so die hier aus der Ecke kommen oder sogar aus Stuttgart sogar noch. Und die waren sogar nackt. Das stimmt. Nee, aber es war halt wirklich sehr enthusiastisch. So. Und das freut mich immer, wenn Leute irgendwie, die halt bei uns so seit Jahren mitfahren und immer auf unsere Shows kommen, dann auch gerade bei so Momenten dann irgendwie daran teilhaben. So. Und ich muss echt sagen, das THC Street Team, auf jeden Fall. So, das hat auf jeden Fall was. Also warte, also ich meine, wir haben immer so eine Sache, die beweist eigentlich, wenn es eine gute Show war, ne? Also je weiter jemand auf unserem Surfbrett, wir haben ja so ein anderes Surfbrett, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ne? Ja. Also je weiter jemand darauf von der Menschenmenge getragen wird, desto besser war es eigentlich. Das ist so unsere Einstufung von grandiosen Konzerten, die wurden ordentlich weit verschleppt. Bis nach Passau. Die fanden die auch ordentlich scharf, ne? Wahrscheinlich war es gar nicht das Surfbrett, sondern die Tante oben drauf. Ah. Kenn ich nicht, habe ich nie gesehen. Aber das lief ganz gut, also wir sind glücklich jetzt gerade. Das freut mich. Ihr habt gerade vom Street Team erzählt. Habt ihr das selber gegründet oder was hat das da auf sich? Könnt ihr da unseren Hörern mal was erzählen? Ja, das ist so eine Sache, die sich einfach so entwickelt hat. Also es gab so ein paar Leute, die halt unbedingt irgendwie uns supporten wollten und ich hatte dann irgendwie mal gedacht, so, ah, okay, es gibt tatsächlich Personen, die am Start sind, so, okay, dann lass denen doch halt mal irgendwie was rausgeben, dass die halt irgendwie mit uns zusammen auch dann halt interagieren können und das ist halt eine echt coole Nummer, so, weil das auch mittlerweile wirklich exorbitante Ausmaße annimmt und immer mehr Leute werden, die auch irgendwie an der Band teilhaben wollen. Und die sind so lieb. Ich habe selten so liebe Menschen getroffen, ohne die vorher gekannt zu haben. Tatsächlich. Ja, wir haben, also es kam von mehreren Seiten von Leuten, die halt öfter da waren in der ganzen Republik, so Anfragen von wegen, ja, wie können wir mal mehr machen? Und im Endeffekt haben wir dann den Anstoß dazu gegeben, so, ja, dann tut euch doch zusammen, so, da gibt es noch mehr Leute, ihr seid nicht allein, ne? Also dass irgendwelche Leute aus Stuttgart mit Leuten aus Berlin auf einmal connecten und sich dann halt sagen, ey, seid ihr auf dem Festival, geil, lasst zusammen campen, so, das ist eine schöne Sache und immer wenn Leute da sind, ist es noch schöner, einfach weil man mit den Leuten auch oft in Kontakt steht. Das glaube ich, wenn man mit seiner Musik dann so eine Community schafft, das ist ja für einen auch irgendwie, gibt einem ja auch was zurück, oder? Mega geil, mega geil. Also das ist das Schönste halt. So, vor allem, wenn du dann irgendwann siehst, oh krass, guck mal. Also wir haben natürlich eine WhatsApp-Chat-Gruppe und dann merkst du halt so, ach krass, guck mal, hier irgendwie die eine aus der Ecke ist mit einem aus 400 Kilometer entfernt. So sind die zusammen zum Festival gefahren und alles cool und treffen da noch Leute von woanders. Und ja, ist geil. Auch so dann die Vernetzung halt.
untereinander, aber auch, dass die sich mit anderen Street-Teams, es gibt ja viele Bands, haben Street-Teams, dass da, ja, die kämpfen, sehr oft. Unser Team verliert immer, weil wir saulieb und besoffen immer sind. Aber nee, keine Ahnung, es gibt dann zum Beispiel so das Roger-Street-Team und da gibt es dann auch Überschneidungen, dass die sich zusammentun irgendwie. Ist tolle Sache. Gute Sache. Sehr, sehr cool. Finde ich auf jeden Fall auch, sollte man supporten als Band. Dürfen wir eben schnappen. Na klar. Trinkt, auf wen trinkt ihr? Auf Jennifer Rostock. Die jetzt gerade vermutlich checkt auf der Bühne. Mm. Ja, da wurden wir auch noch eingeladen. Die haben sehr viel Schnaps im Kühlschrank, wir leider nicht. Aber wir wurden eingeladen, weil wir vorher schon abgecheckt haben, dass sie sehr viel Schnaps haben. Seid ihr einmal durchgelaufen, habt alle Kühlschränke abgecheckt, ja, mit wem ihr euch nachher anfreunden müsst? Ja. Freunde suchen wir uns nach Schnaps aus. So ist das. Alles klar, ihr habt 2016 die Platte Twists and Turns gebracht. Gibt's denn irgendwie schon was Neues? Ist was Neues in der Pipeline bei euch? Ja. Darf man da was rauslassen? Nee. Ach so, erzählen darf man's nicht. Ja, vielleicht. Da die Leaks. Also, ne, der Stefan ist jetzt auch schon ein paar Tage dabei und... Ja, 4 Monate. Ja. Es kommt mir wie Dekaden vor. Ja. auf jeden Fall werden wir bald, sehr bald wie möglich, das Material, was wir tatsächlich in den letzten paar Monaten erarbeitet haben, mal aufnehmen wollen. Ne? So, also es wird... in näherer Zukunft was Neues geben. Ich kann noch nicht genau sagen, wann, weil wir sind ja auch alle nicht jünger geworden. Und, sehr guter Grund. Es kann sich nur um Tage handeln. Ja. Es kann sich nur um Tage handeln. Also, desto älter die Musiker werden, desto länger werden die Abstände zwischen den Alben quasi, ja, oder? Ja, man muss sich ja dann viel mehr beeilen. Man hat ja weniger Zeit, nur nach hinten raus. Ja, nee, also es wird was auf jeden Fall. Es morgen wird, kommt ein neues Album, Freunde. Scheiße. Ich hab doch gar nicht aufgenommen. Habt ihr die Instrumente da? Kamera wäre da. Vielleicht nehmen wir den Ton einfach irgendwie. Geht schon. Stereo. Hallo. Hallo. Der eine neue Song heißt, wie ich mal mit meinem Hund spazieren gegangen bin und er hat gesagt, er muss AA, hat er aber doch nicht gemacht. 1, 2, 3, 4. Der Hund, der musste AA. 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 Doch, dann musste er doch nicht. AA. 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 So, Song 1. Haben wir schon mal? Also den Opener-Song haben wir schon mal für die Platte? Es wird ein Hit. Auf jeden Fall, ich hab's ja gehört. Es gibt ja bald auch wieder MTV, ne? Wir drehen da auch ein Video für. Hat was mit AA zu tun. Oh nein! Oh, guck mal, da ist jemand reingekommen. Möchtest du einen Schnappi mittrinken? Ein Schnappi? Ich hab schon so viel. Es geht gerade leider nicht. Komm herbei, ich bin gleich nur hier, um Bier zu holen. Bier. Können wir dem Herrn mal kurz ein Bier durchgeben? Ja, ich sitze davor. Oh, 3. Genau, 3. Ich hab den Kasten geholt, meine Freunde. Das haben wir schon gehört. Da wurde schon viel erzählt. Da wurde schon viel erzählt? Ja. Eins. 2. Ah! Mach doch nicht so einen Scheiß. Nimm dein Bier. Ist unser, ich will auch noch Bier erzählen, wenn du das schon stehst. Hier, das ist, Achtung, ich würde das, also das ist... Fledi, ich habe seinen Namen auf mein Bein tätowiert. Der fährt uns nämlich schon seit Jahren durch die Gegend, der gute Mann. Ja, Fledi. Da, Fledi. Fledi! Nee. Der hat eigentlich einen anderen Namen, aber seitdem ich den aufs Bein tätowiert habe, da kann er sich einfach nicht mehr wehren. Wolltest du das jetzt noch hier aufmachen oder dürfen wir jetzt weiter ein Interview führen, Alter? Ich dürfte einfach weitermachen. Ja, okay. Alles. Wenn wir gerade schon so gemütlich beisammen sitzen, ja, und hier so der Alkohol fließt. Möchtest du doch ein bisschen Bier haben? Vielleicht. Nee, die Frage war eher, ihr habt doch bestimmt ein paar Stories, die durchaus in solchen Launen schon entstanden sind. Habt ihr da was ihr rauslassen könnt, was euch schon so passiert ist mit anderen Bands im Backstage oder sonst auf Tour? Was ihr erzählen wollt? Da jetzt gerade, also ich schleiche heute die ganze Zeit so hier rum und vermeide den Matt Caddies zu begegnen. Turbostadt. Ja, und Turbostadt vielleicht auch. Fangen wir mal mit den Matt Caddies an. Also wir haben ja immer diese wunderbare Ananas dabei. Und irgendwann haben wir mal mit den Matt Caddies gespielt. Und die Veranstalter waren so super, dass wir absolut gar kein Essen bekommen haben in Braunschweig. Grüße auch an euch. Das kann man ja mal so sagen, oder? Ja. Fakten. Er weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die Ananas verteilt nach dem Auftritt und dann haben Matt Caddies gespielt, die fanden das auch geil. Und meinten, ja geil, bring die mal auf die Bühne. Und dann habe ich die aber 100 Mal auf die Bühne gebracht, weil ich, glaube ich, eine Flasche Gin in der Ananas alleine getrunken habe. Und nachher wurde das halt alles ein bisschen peinlich und seitdem versuche ich denen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Da wollte ich auch nachher noch auf eine Autobahn laufen. Und die andere Geschichte, Turbostadt, gehen wir auch ein bisschen aus dem Weg, weil...
die sind ja da hinten, ne? Also letztes Wochenende, nee, nicht letztes Wochenende, vor 3 Wochen haben wir beim Eier mit Speck gespielt, Turbostart haben gerade gespielt, die haben das Gott sei Dank nicht mitbekommen. Während die gespielt haben mit ihrer wunderschönen Musik, wirklich wunderschönen Musik, Turbostart, gute Band, waren wir in dem Modus, dass ich den Janosch durch Biertische schmeißen musste und wir haben ganz viel Wrestling getrieben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es muss so gewesen sein, ich habe Bilder gesehen. Es war, glaube ich, ein phänomenaler Abend. Die haben das zwar nicht gesehen, weil die auf der Bühne waren, aber es war vorher schon, wir waren nicht so früh dran, aber wir waren nach dem Konzert schon ziemlich in Sauflaune, möchte ich mal behaupten. Ja, ein bisschen. Der Janosch musste mal ausnahmsweise nicht fahren. Der Janosch kann halt seinen Kiefer ausrenken und 5 Bier in 2 Minuten trinken. Und dann kam das eine zum anderen. Und dann, ich bin auch, glaube ich, den Jungs, ich bin denen vorher nie begegnet, aber ich habe die so in einer richtigen Sufflaune mit der Ass. Ja, jetzt geil, jetzt saufen, ja komm. Und die standen da gerade angekommen. Was will der hier? Entschuldigung, ehrliche Entschuldigung an Turbostart, ich wollte euch nicht belästigen. Und auch ehrliche Entschuldigung an die Mad Caddies. Welche Bands haben wir noch vergrätzt? Bestimmt so einige. Bakushan, gibt's die eigentlich noch? Die haben wir mal richtig vergrätzt. Oh, das war toll. Aber der Gitarrist von Bakushan war gestern mit Contra K da. Der spielt jetzt bei Contra K. Ach so, ja, das war... Das, ich glaube, wir haben auf dem letzten Konzert von ihnen gespielt. Gibt's die noch nicht mehr, ne? Nee. Ja, weil wir haben nämlich bei so einem kleinen Festival irgendwie gespielt. Jetzt, also, wenn wir jetzt dabei sind, können wir ja auch alles mal auf den Tisch legen. Du kannst noch einen Schnappi fertig machen. Ich bin gerade so in der Zähllaune. Also... Es war eine riesige Basketballhalle. Es waren 70 Leute da in einer Halle, die für 5.000 ausgelegt waren. Bakushan hatten überhaupt keinen Bock, mussten vor dann nachher 20 Leuten irgendwie um 12:30 spielen, haben irgendwie die Ansagen vergessen, was ich auch wirklich verstehen kann. Es war alles sehr traurig. In den ansagenfreien Pausen wurde viel nett gepöbelt. Ich pöbel ja immer nur nett. Auch nochmal ehrliche Entschuldigung an Bakushan, obwohl nachher im Hotel haben wir sehr gut zusammen gesoffen. Die anderen Jungs waren nicht mehr dabei und am nächsten Morgen haben die sich gewundert, als beim Frühstück der Bassist von Bakushan reinkam und meinte, ey Pfaff, was geht? Alles gut? Dies, das? Und die saßen da und dachten sich so, ey, du hast die doch beim Auftritt gepölt, die müssten die doch hassen. So, was ist da passiert? Ja, wir haben gut Bier getrunken und sind übereingekommen. Das Leben ist schön. Trinken wir noch einen Schnappi. Auf Bakushan. Während ihr hier den nächsten Schnaps trinkt, damit die anderen Jungs auch mal nochmal zu Wort kommen, würde ich gerne mal hören, was ihr denn so privat für Musik hört oder was vielleicht als letztes im Player lief, was man jetzt nicht unbedingt erzählen will. Nee, erzählt doch mal, was hört ihr so, was sind vielleicht auch die Einflüsse oder was sind privat euer Musikgeschmack? Ja, ich war, letzten Samstag war ich noch bei Slighty Stewart in Amsterdam zum Beispiel. Das ist halt auch so eine Waggy-Rock-Koryphäe aus den Staaten, aus L.A. Und das ist halt so eine Nummer irgendwie, die uns stetig begleitet, so die ganze Band. So, die kommen so auch ein bisschen aus diesem Sublime-Dunstkreis, aus diesem Skunk-Records-Gemisch irgendwie. Und das ist halt immer noch so eine Herzenssache irgendwie. Da sind halt 1000 Bands draus entstanden, die... Ja, sowas höre ich, aber auch ganz andere Sachen. Metal. Letztens habe ich Oathwaker gesehen in Moers, das war großartig auf dem Jazzfestival. Das hat überhaupt nicht da reingepasst, aber da ich ja noch Student bin, habe ich einen wunderbaren Kurs gekriegt. Ich glaube, ich habe 20 Euro für die Karte bezahlt und konnte 10 Bands an dem Tag gucken. Oathwaker war richtig gut, aber egal. Doch, komm hier, erzähl. Ja, Stefan, was sagst du denn dazu? Der Stefan ist großer Sixten-Fan. Ja, die höre ich rauf und runter, aber immer nur Fotzen im Club. Ja, da habe ich mir so einen noch aus der guten alten 80er-Jahre-Zeit, habe ich mir so einen Walkman besorgt und ein Tape und habe mir selber ein Tape gemacht. Da ist nur der Song drauf in Heavy Rotation. So. Und ich habe mir einen Walkman gekauft, der hat Reverse-Dings, also wo man nur auf so einen Knopf drücken muss, dann kann man die andere Seite hören. Also eigentlich höre ich nur Sixten und Fotzen im Club. Bon Jovi singe ich gerne, höre ich aber nie. Weil ich finde, der hat das schlechter gemacht, als ich das unter der Dusche singen. Also deswegen, ich singe das sehr gerne. Ja, das ist eigentlich so mein Ding. Also eben haben wir noch... In Kombination ist das auch wundervoll. Eben haben wir ja noch Howard Carpendale gehört. Den finde ich aber nicht gut. Das hat er sich gewünscht. Ich wollte ihm ja einfach zeigen, so was Waggy in den 70er Jahren in Deutschland mal so war. Aber...
Wie ist der Song? Wie ist der Song? Ich glaube, ich feiere eine Party alleine oder irgendwie. Ja, das ist der traurigste Alkoholiker-Song aller Zeiten. Also wer mal deutschen Reggae über einen von einem Alkoholiker über Alkoholismus hören will, der hier... Nee. In einem Hobbykeller. In einem Hobbykeller. Ich fasse mich kurz. wir hören tatsächlich auf unseren Fahrten, gerade auf so einer langen Fahrt, wo man an ganz vielen Trucks vorbeikommt, gerne mal den einen oder anderen Song von Tom Astor. Also zum Beispiel der Song Geistertruck. Mystisch. Richtig mystischer Song. Auch zu Weihnachtszeit, Trucker-Weihnacht mit Tom Astor. Sehr geil. Läuft wirklich auf dem Bus. Ansonsten hören wir wirklich von dem übelsten Geprügel bis zum softesten Country. Und auch, Moment, ja, da wollen wir schon mal sagen, nee. Also nee, Alter. Sag nochmal, wer hast du gesagt? Tim Bensko. Das hört deine Mutter ganz gerne, ne? Ist in Ordnung. Ich wollte mich kurz fassen. Ah, alles klar. Ja, da gibt es ein paar mehr von. Ja, wir haben auch so Spotify-Playlists. Also wenn sich wirklich jemand innig für unseren Musikgeschmack interessiert, dann einfach mal bei Spotify auf The Tips gehen und dann kann man da auch so ein bisschen tiefer in die Materie vorstoßen. Nö, aber wir haben da eine Playlist, die läuft eigentlich durch, die Tourbusliste des Grauens und ja, da kann man halt sehen, was so passiert, wenn wir im Bus sitzen. Das ist doch ein schöner Aufruf, also zieht euch diese Playlist von The Tips rein. Wie sieht's denn bei euch aus? Gibt's so Künstler, wenn ihr sie nicht gerade vergrault, mit denen ihr mal übelst gern arbeiten würdet? Oder vergrault alle Künstler. Oder irgendwelche Künstler, mit denen ihr unbedingt mal einen Song schreiben wollen würdet oder die mit denen einfach gerne mal auf der Bühne wäre. Gibt's da irgendwie so, vielleicht auch so Jugendhelden oder was, mit denen man sagt, ah, das würde mich schon mal jucken, dass ich mit denen mal irgendwie... Song machen oder... Beides, auf der Bühne. Was euch lieber ist, erzählt doch mal. Ja, es... Also weiß ich nicht, so, wir haben glaube ich auch alle sehr verschiedene Jugendhelden, weil wir vielleicht auch alle ein, zwei Jahre auseinander liegen, aber also zum Beispiel ich persönlich, also ich wollte, ja sorry, tut mir leid, weil ich bin halt schon 38. Nee, also keine Ahnung, so Jugendhelden von mir waren immer NOFX, so ich könnte mir ganz schwer vorstellen, irgendwie mit NOFX, also mit Fat Mike oder so einen Song zu machen, aber weiß nicht, das wäre auch alles viel zu abstrus, mit denen auf der Bühne stehen und besoffen umkippen, das könnte ich mir vorstellen. Song auf die Bühne bringen bei NOFX. Ja, die wären aber auf jeden Fall dabei, also die haben, vielleicht habe ich von denen meine Ausfälle, ja, kann sein. Stefan, wie ist es mit dir? Mensch. Bon Jovi? Bon Jovi, nee. Boah. Ja. Also irgendwie, ja, also wenn jemand ein Held für mich ist, dann kann ich mit dem nicht, könnte ich mit dem keine Musik machen. So. Also Leute, die ich richtig stark finde, die mich geprägt haben, vor denen würde ich immer nur mit offenem Mund wahrscheinlich stehen. Das wird nicht klappen. Und ich würde den auch nicht ins Handwerk pfuschen wollen. Also ich bin ganz froh, wenn unsere eigenen Ideen irgendwie zu sowas beitragen, dass Leute uns nicht als Held sehen, aber... irgendwie bei uns auch so ein Selfie machen wollen. Und mal so ein Gefühl, also dass wir ein Gefühl vermitteln, was wir auch wollten. Ne? Also das. Also wenn wir das schaffen zu dritt, so wir sind ja auch alle noch in so einer Findungsphase ständig als Band, ist man das ja. Und ich könnte das nicht mit meinen Helden machen. Ich würde immer denken, ich laber nur Stuss vor denen. So, ne? Also dafür sind sie Helden geworden. So. Nee, mit Bon Jovi, das würde nicht klappen. So. Ich würde gerne mal einen Song mit Jesus machen. Einfach nur zu gucken, wie der ist. Nee, also vielleicht kein Song machen, aber es gibt ja immer wieder Bands, so, wo man sich denkt, mit denen würde ich mal gerne irgendwie spielen und die würde ich mir mal gerne anschauen. So. Das war immer mal irgendwie, weiß ich nicht, ich liebe diesen ganzen kalifornischen Rock-Sound irgendwie. Die Red Hot Chili Peppers natürlich oder... Gerade so John Frusciante, der ja schon länger nicht mehr da mitspielt. Das würde ich mal richtig gerne live sehen. Jetzt im Februar habe ich eine Band gesehen, Long Beach Dub Allstars. Das war ein wirklich großer Moment für mich. Da waren wir in L.A. und dann habe ich mir die reingezogen. Und da, weiß ich nicht, da ist bei mir so alles im Kopf hat sich so von links nach rechts gedreht. Und ja, also ich bin da eher so ein bisschen passiv. Ich gucke mir das lieber gerne an und...
davon zehre ich dann so. Und das ist ungefähr dasselbe, wie wenn man dann mit den Leuten Musik macht, weil man sich den Sound anhört und daraus wieder eigene Ideen entwickelt. So, das finde ich ganz stark manchmal. Ist ja auch vollkommen legitim. Frage, wir von der Mammut Music supporten ganz viele junge Künstler. Habt ihr denn so Tipps, die man so ganz krassen Newcomern mit auf den Weg geben kann? Das war junge Künstler. Nee, so Alter, Newcomer-Bands, was man denen vielleicht raten kann, im Sinne von möglichst lange Proberaum bleiben, an allem feilen oder spielen, oder was würdet ihr so einer jungen Band raten? Tipps? Die Tipps geben jetzt Tipps. So. Also es gibt jetzt 3 super Tipps. Nee, ich glaube einfach dabei bleiben. So. Also das Wichtigste ist immer am Start sein und einfach so das, was man an Sound mag und was man an Mucke liebt, so, das einfach durchziehen. So. Ich glaube, das ist das Einzige, was irgendwie was bringt. So. Sich an sich selber zu finden, so in der Musik. So. Also alles andere ist, glaube ich, macht keinen Sinn. Und das tut man halt gerade dadurch, wenn du einfach, also viel spielen, ne? Man sagt halt immer, kleine Klitschenkonzerte spielen wir auch noch, ne? so viel spielen, wie es geht, gerade in jungen Jahren halt, weil das Publikum ist nicht immer das im Dorfjugendzentrum, was dich eh liebt, weil du der beste Freund bist, sondern guck auch mal, geh mal ein bisschen raus. Ja, einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben und es machen. Und ja, nicht scheiße sein. Da muss ich kurz reingrätschen. Es hat tatsächlich, ich meine, die Mad Caddies hatten wir auch im Interview, haben sie auch gesagt, man muss auch Talent haben. Also, first step, make sure you've got talent. Oder super schön sein. Ja, oder gut saufen können. Ja, das muss man, egal was Sache ist. Das ist wirklich, das ist ein Tipp. Also man muss ausloten, ob man gut saufen kann. Weil wenn man merkt, man kann das nicht, dann sollte man das wirklich auf Nachauftritte oder Nachproben verlagern, weil sonst macht das einiges kaputt. Wenn man das wirklich gut kann, kann man das auch vor Auftritten machen, vor Proben, Hochzeiten, Taufen und so weiter. Sehr, sehr cool. Zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Fragerunde. Was heißt Fragerunde? Ich schmeiße einfach 2 Begriffe rein und ich gebe das Mikro einmal durch, jeder muss sich kurz entscheiden. Bier oder Wasser? Schnell. In Bier ist Wasser, Bier. Bier. Ja, ich glaube Wasser. Sorry. Also offensichtlich Wasser, ne? Ja, klar. Reggae oder Punk? Ah, böse Punk. Punk. Ja, Punk. Fahrrad oder Ferrari? Gazelle. Ferrari. Also ich finde den Ford, den Transit, den wir jetzt haben, den finde ich ganz gut eigentlich. Damit bin ich ganz gut. Stimmt, das Band ist so ein Ferrari ein bisschen bescheuert, wenn das Equipment noch irgendwo rein muss, ne? Das habe ich nicht bedacht. Ah, verdammt. Hotel oder Camping? Also da wir heute hinter den Auspüffen der Nightliner campen. Hotel. Ja, das sehe ich ähnlich, ja, ja. Muss doch mal auch an die Mad Caddies, deren Auspuffgase wir heute im Zelt atmen dürfen. Ja. Ich glaube, da schließe ich mich an. Ganz kurz. Festival oder Clubshow? Ach komm, ey, ist so ein alter Hut. Festivals sind geil im Sommer, weil warm ist. Clubshow ist geil im Winter, weil halt kalt ist draußen, Mann. Ja, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, jetzt zur Zeit ist das für mich ist das besser auf den Festivals gelaufen. Ich bin aber auch genau in der Saison da rein gekommen. Ja, genau. Stolpert, weil du alt bist. Weil ich alt bin. Reinrollatort, so, ne? Nee, ich finde Festivals wirklich ist eine super Sache. Oder Clubshows, wenn man es irgendwie selber machen durfte und kein Support ist, dann ist es auch toll. Immer super, wenn Leute sich um einen kümmern, deswegen Clubshows wie Festivals, egal. So, wenn die Leute korrekt sind, alles gut. Also die Tipps spielen überall, egal wo. Hauptsache Steckdosen. Hauptsache die Leute. Ja, ja. Steckdosen sind ja gar nicht so wichtig. Ihr könnt auch ohne Strom. Können wir auch, ja. Wir sehen schon eine sehr, sehr vielseitige Band. Ich sag vielen lieben Dank fürs Interview. Euch noch einen schönen Tag und einen schönen Suff mit Jennifer Rostock wünsche ich euch. Ja, danke. Vielen Dank, dass ihr Zeit fürs Interview genommen habt. Genießt noch das Chiemsee Sommer und den Auspuffgeruch im Zelt. Und ja, gerne. viel Glück auf eurem Rückweg ins Allgäu. Macht's gut, ciao.
Musik, die auffällt.